Hallo und herzlich willkommen bei den Fragen und Antworten über die Venus mit Anja. Es ist heute eine Frage an mich herangetragen worden, die so schön allgemein mich herausfordert, mal eine Definition zu versuchen abzugeben, was eigentlich venusische Spiritualität ist. Es kam rein von einem ehemaligen Gast von mir. Einige von euch wissen ja, dass ich ein paar Jahre lang auch Tantra-Massagen gegeben habe und Workshops und Schulungen gemacht habe. Das war auch eine sehr wichtige Zeit in meinem Leben und gehört natürlich auch insgesamt in den großen Bereich der Liebe hinein. Dazu stehe ich auch nach wie vor, aber ich biete es nicht mehr an. Es war eine Zeit in meinem Leben, die seit einigen Jahren vorbei ist. Es kommt jedoch natürlich immer noch vor, dass der ein oder andere mich in seinen Kontakten drin hat und mich nach einem Termin fragt oder auch eben jetzt in diesem Fall sogar nach einem Workshop. Und ich habe natürlich gewusst, was für eine Art von Workshop er meinen könnte und habe dann aber trotzdem gedacht, ach, der kriegt eine Antwort von mir, mit der er vielleicht nicht rechnet. Und zwar habe ich ihm geantwortet, ein Workshop über venusische Spiritualität gerne. Und er hat dann zurückgeantwortet, im Bereich Tantra machst du keine Gruppenworkshops. Nein, mache ich nicht. Aber die venusische Spiritualität hört sich auch interessant an. Ich kann mir aber darunter noch recht wenig vorstellen. Was ist denn das? So, was ist venusische Spiritualität? Ich versuche es mal so einfach wie möglich zu erklären und ich weiß, dass es mir noch nicht so einfach fällt. Geduld ist sicherlich eine Tugend, die mit in den Bereich der venusischen Spiritualität gehört und die man braucht, wenn man anfängt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen oder und die sich vertieft und entfaltet durch die Beschäftigung mit venusischer Spiritualität. Das ist mal das Erste. Spiritualität aus meiner Sicht, also das Wort Sprit ist der Geist. Spiritualität ist also die Beschäftigung mit dem Geistigen, mit dem Geist. Im Gegensatz, wenn man das mal so als Kontrast nehmen möchte, zum Materiellen. Also wenn wir es mal ganz schwarz und weiß malen wollen, ist die Spiritualität die Lehre oder die Beschäftigung mit allem, was unvergänglich ist, mit allem, was essentiell ist, mit allem, was hinter dem Sichtbaren ist, mit dem, was wir als Menschen und nicht nur als Menschen, mit dem, was alle Lebewesen in der Essenz wirklich sind, was also hinter dem Offensichtlichen steht. Denn das Offensichtliche, das Äußere sozusagen, ist ja das Materielle. Eine andere Sichtweise ist, oder ein anderer Aspekt des Betrachtens ist das ist auch sozusagen wirklich ein Element der venusischen Spiritualität, nämlich das Wissen. Also ich behaupte, für mich ist es ein Wissen, ja, dass es also einen geistigen Ursprung gibt, den man auch als Schöpferkraft benennen kann oder auch als göttliche Essenz oder Gottkraft. Aber damit ist nicht irgendeine Religion gemeint. Spiritualität und Religion sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ganz klar. Also dass es eine schöpferische Urquelle gibt, aus der heraus alles entsteht und entstanden ist. Also eine zeitlose schöpferische Energiequelle. Und ein Aspekt dieser Schöpfung ist die materielle Wirklichkeit. Alles, was wir sehen und anfassen können, alles, was wir mit den Sinnen wahrnehmen können,
was in den sinnlichen Erfahrungsbereich hineingehört, ist ein Aspekt der Wirkung, aber nicht die Ursache. Die Ursache ist der Geist und die Wirkung ist das, was dann auch im physischen, es gibt ja noch viele Abstufungen zwischen dem puren Geist und der materiellen, sichtbaren, sinnlichen Wirklichkeit, was dann eben für uns in diesem Bereich jetzt in der Erfahrung drin ist. Das heißt, wenn ich mir jetzt das so vorstelle, oder um es so zu erklären, in mir ist Geist, ich bin Seele und das, was hier gerade spricht, was hier sitzt, was sich hier gerade filmt und redet, ist die äußere Manifestation dieses inneren Geistes. Das ist meine Erklärung erstmal grundsätzlich von Spiritualität. Venusische Spiritualität nun ist eine spezielle Form der Spiritualität. Für mich ist es eben der direkte Weg, der direkte Draht zum Göttlichen, ohne Umwege. Also die venusische Spirit, für mich ist die, nicht für mich, die Venus als Symbol, als Planet, als Symbol, als uns auch irdisch, also physisch in diesem Sonnensystem nächster Planet, Nachbarplanet, Schwesterplanet, die Venus, ist sozusagen die. Ich würde es mal so sagen, Omnek, meine Lehrerin von der Venus, hat es auch so bezeichnet, dass die Venus als Symbol und als Planet die Aufgabe hat, die göttlichen Lehren, die göttliche Essenz in ihrer Reinform zu bewahren und weiterzugeben. Also sie ist nicht kompromittiert, manipuliert, kontrolliert von irgendwelchen negativen Kräften sozusagen, anders als es natürlich auf der Erde ist. Und die venusische Spiritualität, wenn ich diese beiden Begriffe und diese beiden Definitionen, die ich jetzt versucht habe zu geben, zusammenrechne, dann kommt dabei eben dieses bei raus und auch der Grund, warum die venusische Spiritualität im Moment so präsent ist auf der Erde. Wenn sie auch nicht die Massen erreicht, kann sie ja nicht, weil sie ja so rein und so speziell ist sozusagen, ja. Der Grund dafür, dass sie eben so präsent ist, ist die Nähe der Venus zur Erde, sowohl geistig als auch physikalisch, als auch also physisch sozusagen. Und weil die Venusier zu den Vorfahren der Menschen auf der Erde gehören, dass also vor langer, langer, langer Zeit die Erde bevölkert worden ist durch Kolonialisierung von außerirdischen Völkern. Und eines dieser außerirdischen Völker waren die Venusier. Und viele Menschen auf der Erde heute stammen von den Venusiern ab oder haben venusische Essenzen, Gene in sich. Und auch natürlich Erinnerungen. Das heißt, es fühlen sich sehr viele Menschen zu dieser Lehre und zu dieser Spiritualität auch hingezogen. Und besonders natürlich zu einer zur Autobiografie der Frau von der Venus, in der das alles genau erklärt ist, wie das Leben auf der Astralebene der Venus ist oder war. Und das weckt Erinnerungen. Also in den Menschen, die sich zu dieser ganzen Thematik spirituell und auch heimatmäßig sozusagen oder seelisch erinnerungsmäßig hingezogen fühlen, werden diese Erinnerungen geweckt an das, was sie wirklich sind. Und darum geht es. Es geht in der venusischen Spiritualität um die Vermittlung der Information, um das Zurückbringen der Erinnerung an die Essenz dessen, was wir wirklich sind, nämlich Seele, ich zeige da immer hin, Herz, Liebe, ja, dass wir in Wirklichkeit schöpferische Wesen sind, dass wir alle Funken Gottes sind, dass wir alle mächtige, wundervolle, geliebte Wesen sind. Und es geht um die bedingungslose Liebe und um das Zurückerinnern an das, was wir wirklich in unserer Essenz sind. Und die venusische Spiritualität bringt das sozusagen in Reinform, kann man sagen. Also,
Ich denke, das ist eine Erklärung, mit der ich leben kann. Wenn du mir bis hierhin zugehört hast, dann wirst du ein Gefühl dafür bekommen, auch wenn du es nicht alles verstehst vielleicht, aber das ist eben ein Teil des venusischen Lehrens sozusagen. Das ist auch einfach ein bisschen, es geht über den Verstand hinaus, weil der Verstand ist ja nur ein kleines Gefäß, in das die große Lehre nicht reinpasst. Wir können ihn nur benutzen, so wie wir nur die Sprache benutzen können, um es zu transportieren. Aber es ist nicht in eine kleine Schachtel, in ein kleines Gefäß zu packen. Damit lasse ich es mal stehen. Vielleicht mache ich es irgendwann nochmal und erzähle es vielleicht mit anderen Worten oder in einem Satz. Ein Satz kann ich noch sagen abschließend. Omnek schreibt in ihrem Buch, in der Autobiografie Ich kam von der Venus, in der venusischen Gesellschaft verstehen wir unter Spiritualität das Ausbalancieren von sich selbst auf allen Ebenen. Alles Liebe, danke, tschüss.